Ruhe übt sich, wer was werden will. Und eine 5. Klasse der Realschule Lindenberg fängt an. Seit 2 Wochen werden die Kinder jetzt in Kunst probeweise zweisprachig unterrichtet. Heute auf dem Lehrplan eine Pop-up-Karte. Und die Bastelanweisungen gibt's auf Englisch. Ohne Druck und mit viel Spaß sollen die Kinder so spielerisch Englisch verstehen lernen. Es geht beim bilingualen Kunstunterricht mir überhaupt nicht um Vokabeln. Die Schüler sollen nicht zwangsläufig Englisch dabei lernen, sondern sie sollen es eher verstehen und sollen das als natürlich empfinden. Das heißt, ich pauke keine Vokabeln. Wenn die Schüler eine Frage haben, dann können sie die stellen. Sie können es auch gern mal auf Deutsch stellen. Es ist jetzt nicht wie im Englischunterricht, dass immer in ganzen Sätzen und rein in Englisch gesprochen werden muss. Sie sollen dann einfach fragen können, was ein bestimmtes Wort bedeutet. Das würde ich ihnen dann sagen. Eventuell behalten sie es dann, eventuell aber auch nicht. Es gibt auch keinen Vokabeltest dann am Schluss. Ein geeignetes Personal, sprich motivierte Englischlehrer, ist allerdings Voraussetzung, um so ein Projekt ins Leben rufen zu können. 3 Jahre lang hat die Schule sich beim Kultusministerium beworben, bevor die Zusage kam. Nun ist Schulleiter Walter Zwinger stolz, eine der beiden Schulen in Schwaben zu sein, die das Go erhalten haben. Im nächsten Jahr soll dann auch die 7. Klasse für 3 Jahre im Fach Erdkunde auf Englisch unterrichtet werden, allerdings mit einigen Unterschieden. Die Leistungsnachweise in der 7. Klasse werden dann auch in Englisch abgehalten und der Unterschied ist auch der, dass man bilingual Erdkunde von der 7. bis zur 9. Klasse durchzieht und die ab 5. Klasse diese freiwillige bilinguale Geschichte einfach sporadisch kommt, immer genau dann, wenn die Thematik passt. Und in Erdkunde zieht sie es durch, ob ich jetzt über Nordamerika oder Neuseeland rede oder auch über deutsche Sachen. Die Unterrichtssprache wird Englisch sein. Can you tell me, what would you draw on a winter landscape? House. House. Yep. Die Testphase in der 5. Klasse zeigt bereits jetzt, die Schüler kommen mit der Herausforderung zurecht. Etwas, das auch schon an anderen Schulen deutlich geworden ist. Die Erfahrungen sind aus den anderen Schulen sehr, sehr positiv, weil einfach Schlüsselqualifikationen mitgeschult werden, wenn eine Sprachkompetenz erreicht wird, die so nach den Untersuchungen 2 Jahre höher ist als bei den durchschnittlichen Schülern. Zwar hatten die Schüler am Anfang noch einige kleinere Probleme, mit der Zeit würden sich die Hemmungen aber verlieren. Das hat die Kunstlehrerin bereits nach kurzer Zeit festgestellt. In Zukunft sollen deshalb neben Kunst auch Sport und Mathe auf freiwilliger Basis in Englisch angeboten werden. Doch auch wenn die Schüler mit der Sprache gut zurechtkommen, wenn es zum Ende der Stunde läutet, sind trotzdem alle happy. So, see you next week. Goodbye. Goodbye.